Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Mandy an. Diese hat über Tinder geschrieben, welches sie mit 4 Sternen bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Modernes Dating, Tinder. Wer hat sich nicht schon einmal an einer Dating-App versucht, ob aus Spaß oder mit der Hoffnung auf die große Liebe zu treffen? Tinder ist in der Szene bekannt und wird weltweit genutzt. So ist es doch möglich, egal wo man sich gerade aufhält, auf die Liebe seines Lebens zu stoßen. Deshalb wollen wir heute mal zusammen Tinder beleuchten. Was ist Tinder? Tinder stammt von den Entwicklern aus dem Hause Interactive Corporation. Erhältlich ist die App für mobile Endgeräte von Apple oder Smartphones mit Android-Betriebssystemen. Windows Phone-Nutzer kommen nicht in den Genuss der Dating-App. Die Zielgruppe der App sind Frauen und Männer zwischen 18 und 35 Jahren. Für die Profilerstellung muss man der App Zugriff auf sein Facebook-Profil erlauben. Darauf basierend holt sich die Dating-App ihre Informationen ein und fügt automatisch das Profilbild hinzu. Dem Profil kann man anschließend noch einen persönlichen Touch verleihen, indem man eine kurze Beschreibung über sich selbst hinzufügt. Außerdem kann man noch weitere Fotos hinzufügen, um sich in allen denkbaren Lebenslagen zu zeigen. Viele nutzen diesen Platz, um direkt ihre Intention offenzulegen. Privatsphäre und Datenschutz werden bei diesem Verfahren nicht gerade hochgehalten. Das Tinder Matching System. It's a match. Es scheint auf dem Bildschirm, wenn sich zwei Leute gegenseitig mit einem Like versehen haben. Wie funktioniert das? Wenn man sich angemeldet hat und die App startet, wird in der Umgebung nach Leuten gesucht. Dann bekommt man eine Reihe von Leuten angezeigt, die sich in der Nähe aufhalten und die in die Zielgruppe passen. Diese kann man eingrenzen, indem man ein Alter angibt und wie weit die Suche ausgebreitet werden soll, in Kilometer, und welches Geschlecht man sucht. Gegengeschlechtlich und gleichgeschlechtlich ist möglich. Auf dem Smartphone-Bildschirm erscheinen nun die Profilbilder, Name und Alter. Wischbewegungen nach rechts bedeutet, ja, ich finde dich attraktiv. Und Wischbewegungen nach links heißt so viel wie, du bist nicht mein Typ. Wenn beide Seiten nach links gewischt haben, ist man ein Match. Nun kann man einen Chat eröffnen und mit der Person in Kontakt treten. Zusatzfunktionen Tinder Plus und Tinder Boost. Wie verdienen solche App-Betreiber Geld? In sogenannten App-Käufen. Tinder Plus ist etwas für die, die es besonders ernst nehmen. Für einen monatlichen Betrag von $20 kann man seine Entscheidung rückgängig machen. Wenn ich also im flinken Finger nach links gewischt habe, aber mir die Person eigentlich gefiel, kann man nochmal zurückgehen und rechts swipen. Tinder Boost ist eine Funktion, die noch erscheint. Damit kann man sein Profil einem Boost geben für 30 Minuten. Über diesen Zeitraum wird das persönliche Profil zum Top-Profil der Umgebung. Damit steigt die Chance auf Matches, da man den Leuten öfter vorgeschlagen wird und man von mehr Menschen gesehen wird. Ein Boost pro Woche soll den Nutzern umsonst zur Verfügung stehen. Jeden weiteren muss man erwerben. Dann gibt es noch den Tinder Superlike, den man einmal am Tag vergeben kann. Wenn man eine Person mit einem Superlike markiert, dann wird diese Person darüber sofort benachrichtigt und sie bekommt dein Profil zu sehen. Normalerweise sieht man das Profil erst, wenn sich beide Parteien gegenseitig bejaht haben. Mit dem Superlike hat man die Möglichkeit, sich ein wenig aufzudrängen. Wenn man zu der zahlenden Kundschaft bei Tinder gehört, kann man diese Funktion selbstverständlich öfter nutzen. Was ich von Tinder halte? Ja, viele behaupten es und ich gehöre dazu. Heruntergeladen aus Neugierde. Als Frau bekommt man immer wieder die Nachricht bei Tinder. Warum bist du denn auf Tinder? Und wenn man dann sagt, dass reine Neugierde einen dorthin getrieben hat, sind die meisten misstrauisch. Ich muss gestehen, dass ich nicht auf der Suche nach etwas war, weder einer Beziehung noch Spaß. Ich wollte sehen, wer sich auf einer Dating-App herumtreibt und wen man davon eventuell kennt. Die Chancen, dass man dort jemanden findet, den man kennt, sind hoch, da es ja Singles aus der Nähe sind. Im besten Fall sind sie Single. Die Registrierung ist schneller als jede andere, da man im Prinzip sich ja über Facebook einloggt und man nur noch einige wenige ergänzende Funktionen hinzufügen muss. Man braucht keine Sorge haben. Aktivitäten auf Tinder werden nicht auf Facebook angezeigt. Wenn man Tinder startet, wird erst einmal die Umgebung abgesucht nach paarungswilligen Menschen oder Menschen, die eine Beziehung suchen. Die zweite Gattung ist mir aber eher selten unter die Fittiche geraten. Es ist die Höchstform an Oberflächlichkeit, du gefällst mir, du nicht. So geht es dann einige Minuten, bis man keine Lust mehr hat oder bis die App dir einen Strich durch die Rechnung zieht, weil du deine ganzen Swipes verbraucht hast. Die Oberflächlichkeit der App stört mich nicht, denn jeder ist irgendwie oberflächlich. Schließlich kann man auf den ersten Blick nur die Äußerlichkeiten beurteilen. Die Persönlichkeit sieht man eher selten. Aber nach einigen Chats wird schnell deutlich, dass die Befürchtungen sich bewahrheitet haben. Tinder hat, wie es für mich scheint, in der letzten Zeit sich einen Ruf gemacht. Es treiben sich mehr Leute dort rum, die nur auf der Suche nach einem Abenteuer sind. Wenige sind dort ernsthaft interessiert an einer Person oder einer ernsthaften Zukunft.
Da kann man sich auch fragen, was erwartet man von einer App, die auf Oberflächlichkeiten und Äußerlichkeiten basiert. Dennoch war ich schnell gelangweilt, immer die gleichen Sprüche von den Männern zu hören. Nur wirklich selten sind mir welche untergekommen, mit denen man sich unterhalten konnte. Wo es Spaß gemacht hat zu chatten und wo ich an dem Treffen nicht abgeneigt gewesen wäre. Letztendlich muss ja jeder persönlich entscheiden. Wenn man auf der Suche nach einer kurzen Affäre ist, hat man gute Chancen. Aber sicherlich ist es auch möglich, hier den Partner für die Ewigkeit zu finden. Wenn man am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist, sollen wohl einige zusammengefunden haben. Für einen Spaß zusammen mit Freunden kann ich Tinder auf jeden Fall immer empfehlen. Denn man findet dort viele Kandidaten, bei denen es zu einfach ist, sie einfach auf die Schippe zu nehmen. Da die App soweit kostenlos ist, wenn man von den Zusatzleistungen absieht, ist es darüber hinaus noch ein kostenloser Spaß. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.